Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, hallo, grüß Gott. Ich freue mich heute, Sie wieder begrüßen zu dürfen bei Finanzen am Freitag. Es ist wieder 2 Wochen her, dass wir das letzte Finanzen am Freitag durchgeführt haben. Heute ist ein schöner Tag draußen, die Europameisterschaft natürlich ebenfalls. Also es freut mich wirklich sehr, dass Sie hier heute doch Zeit nehmen und sich auch um die Finanzen kümmern sozusagen und einige Punkte für Finanzen am Freitag, für die nächsten Trades vielleicht auch mitnehmen können. Und in diesem Sinne möchte ich Sie natürlich hier ganz, ganz herzlich heute begrüßen. Finanzen am Freitag ja alle 2 Wochen, heute natürlich sommerlich und schön draußen und deswegen eben auch sehr gut, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und zu Beginn von Finanzen am Freitag gemeinsam mit XTB auch natürlich die möglichen Interessenskonflikte, auf die ich hinweise, dass eben jene Unternehmen, Finanzinstrumente, die diskutiert werden, auch von mir selbst investiert sein können und dass natürlich trotz und insbesondere der Pflicht wahrheitsgemäßiger Berichterstattung es hier eben auch zu Trades meinerseits kommen kann. Die Ideen werden hier sehr gerne eben veröffentlicht und ich freue mich natürlich auch über diese zu sprechen. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit eben diesem Anbieter. Grundsätzlich ist es deswegen hier immer ganz, ganz wichtig, ein Risikomanagementsystem, ein adäquates Risikomanagementsystem zu bedenken, durchzuführen. Und das ist auch immer der Beginn von Finanzen am Freitag, das wir ja alle 2 Wochen durchführen. Der Beginn ist eben hier das Traffic Signal System, das ich kurz vorstellen werde und in dessen Folge es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dann den einen oder anderen Trade nachzugehen. Wenn Sie Fragen haben, Sie haben natürlich auch die Chat-Funktion bei GoToWebinar immer auch im Auge vor Ihnen. Sie können gerne Fragen stellen, jederzeit gerne Fragen stellen und ich werde so gut wie möglich diese dann auch in der Folge beantworten. Ja. Für jene, die heute das erste Mal hier mit dabei sind, mit von der Partie sind, eine kurze Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Richard Dobitzberger, in der Trading-Szene eben eher bekannt als Richie. Bin im von der Ausbildung her ein Molekularbiologe, arbeite weiterhin gerne und mit Freude in der pharmazeutischen Industrie. Das sieht man auch, das Trading und der Aktienhandel, aber auch der Handel eben mit CFDs durchaus nebenberuflich getätigt werden kann. Warum kann das so sein? Eben weil ich oder meine Ideen sich eher mittel- bis längerfristig über Wochen oder vielleicht sogar Monate ausdehnen können. Es sind eben Ideen, die einen Trend verfolgen und das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ich bin hier kein Daytrader und deswegen ist es auch möglich, nebenher das zu tun und deswegen bin ich auch weiterhin in der pharmazeutischen Industrie tätig. Ich habe ebenfalls ein MBA-Studium abgeschlossen in der Spezifizierung auf Social Trading, habe mich hier eben fokussiert auf Trader, Trading, Finanzen im Generellen und seit 2012 betreibe ich auch, jetzt bin ich auf unterschiedlichen Social Trading Plattformen tätig und seit 2015 betreibe ich auch Sotrabo.com. Das ist eben ein Blog, der sich mit Social Trading auseinandersetzt. Sotrabo.com steht eben für My Social Trading World. Ja, das zu meiner Person. Und was eben ganz wichtig ist, um ein adäquates Risikomanagement aus meiner Sicht immer natürlich zu gewährleisten, ist zu Beginn ein richtiges, adäquates Auswahlverfahren, das für einen selbst aus funktioniert. Warum ist das wichtig, wenn man eben nebenberuflich tradet und sich sozusagen in dieser Niedrigzins- oder eigentlich schon Negativzinsspirale auch
Geld erwirtschaften möchte mit Aktien, dann muss man am Ball bleiben. Man muss sich eben, und das ist meine persönliche Meinung, für die Werte des Unternehmens, die Ressourcen, ob es jetzt eben Gold, Silber oder eben ein pharmazeutisches Unternehmen ist, wichtig ist. Man muss sich dafür interessieren und deswegen ist eben das ein ganz, ganz wichtiger Faktor aus meiner Sicht und meine Ideen beziehungsweise die Unternehmen, die ich verfolge, sind Unternehmen mit Innovationspotenzial, Biotechnologie und pharmazeutische Industrie, als auch New Technologies spielen hier eine ganz gewichtige Rolle zu meinem Auswahlverfahren. Es ist so, dass diese Unternehmen ein Wachstum, ein gewisses Wachstumspotenzial beinhalten müssen. Das obliegt einfach aus der Hinsicht oder aus dem Gedanken heraus, dass ich natürlich überproportional auch Gewinne mitnehmen möchte, aber das natürlich auch mit einem gewissen Risiko, mit einer Volatilität verbunden ist, Wachstumspotenzial, Game-Changing-Charakter. Unternehmen haben das aus meiner Sicht sehr oft. Führungsstil, Visionen der Unternehmen spielen für mich eine wichtige Rolle, auch um gerne mit dabei zu sein, einen gewissen Weg als Trader für mit Unternehmen mitzugehen. Und natürlich das politische Markt- und globale Umfeld, ob es jetzt der G7-Gipfel ist oder ob es die FED-Entscheidung ist. Diese politischen marktglobalen Entscheidungen spielen natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und das kann man. Und wenn man mittelfristig nicht nur als Daytrader agiert, muss man das auch, denke ich, durchaus in den einzelnen Ideen mit berücksichtigen, diese politischen Entscheidungen. Ja, Innovationspotenzial, Wachstumspotenzial, Führungsstil und Umfeldpolitisches, das sind meine Komponenten, um ein Unternehmen auszuwählen, um den Einstieg auch zu gewährleisten. Diese Punkte analysiere ich. Das kann man natürlich auch je nach Bedarf adaptieren. Je nach Bedarf heißt, welche Unternehmen, welche Branche Sie als für sich sehr wichtig und entscheidend sehen. Und das ist auch ganz wichtig aus einer gewissen Art und Weise. Man muss ja dranbleiben, wenn man ein Position Trader ist. Man soll sich ja für das Unternehmen nicht nur einen Tag oder 20 Minuten oder einige Sekunden interessieren, wie es vielleicht ein Daytrader macht. Als Swing- oder Position Trader, wo eben die Trades über Wochen oder Monate auch mit CFDs gehalten werden können, bleibt man dran natürlich. Da arbeitet man mit Stop-Loss, aber da will man natürlich auch dann am Ball bleiben und das geht heutzutage mit den neuen Technologien, den Newsportalen, aber auch Social Media ganz, ganz einfach. Aber die Entscheidungen, die treffen sich dann daraus und hier ist es eben wichtig, Unternehmen zu selektieren, die einen selbst auch interessiert, Branchen, die einen selbst interessieren. Und das ist eben hier für das Auswahlverfahren für mich sehr entscheidend. Das Traffic Signal System hat aber natürlich mehr als nur ein Auswahlverfahren, wenn man sich jetzt das Unternehmen ansieht und sich für ein Unternehmen wie vielleicht Apple oder Sunrun, auf das ich nochmal eingehen werde, entscheidet. Und dann ist natürlich nach dieser Entscheidung einmal dann das nächste, das Chartbild, das hier für die weiteren Punkte, für die weiteren Faktoren verantwortlich ist. Und bevor man hier dann in die Tiefe geht, ist es natürlich einmal die Fundamentalanalyse, das heißt der innere Wert, betriebswirtschaftliche Daten, die man sich dann zusätzlich zu diesen News auch Anfragen ansehen kann, eben aus diesen unterschiedlichen Medien, ob es jetzt Social Media sind oder eben Finanzplattformen, ist es hier spannend, diese volkswirtschaftlichen Daten dann auch zu vergleichen. Das kann man eben sehr gut machen. Das mache ich dann als nächsten Punkt in diesem Entscheidungs- und auch Risikofindungsprozess. Dann ist es natürlich die News-Analyse, die eine entscheidende Rolle spielt. Sunrun habe ich ja schon erwähnt, auf das werde ich heute ganz kurz einmal eingehen. Der Trade ist ja schon, beziehungsweise das Unternehmen beim letzten Webinar und unsere Webinare Finanzen am Freitag. Ja, da schauen wir uns ja die Unternehmen immer wieder mal an und auch wenn sie schon vorgestellt worden sind. Aber hier ist es eben besonders, wenn hier News auftreten, wie es eben bei Sunrun auch wieder war, wo sich vielleicht dann marktentscheidende Situationen ändern, kann man diese dann auch natürlich evaluieren. Und in der News-Analyse ist es auch ein ganz wichtiger Faktor, denke ich doch. Und bei Sunrun sind es eben einmal natürlich das Kunden- und Volumenwachstum, das hier sehr beeindruckend gewesen ist, zumindest bis Ende 2020, auch das erste Quartal mit Wachstumsquoten von 30%, aber natürlich auch fundamentalere, hintergründliche Informationen,
Joe Biden Green Policy, die Green Energy Policy, die er hier aufbringt, das sind natürlich auch Punkte, die zum Beispiel einen Solarmodulhersteller durchaus interessieren können und wo dann natürlich wiederum mehr Fantasie in dieses Spiel der Mächte eingehen kann. Ich formuliere das immer auch auf sotravo.com. Die Seite habe ich ja schon kurz angeteasert, aber natürlich, hier gibt es sehr, sehr viele spannende Seiten, News-Seiten, wo man solche Informationen heranziehen kann und sich dann einbauen kann. Ja, fundamental natürlich, was man hier von den Quartalsberichten dann erhalten kann, was man aber auch natürlich von unterschiedlichen Finanzplattformen herausziehen kann, News von Blogs, aber eben auch Social-Media-Plattformen, auch Finanzplattformen, wenn es dann reingeht und das einmal evaluiert ist und man sich hier eben eine Chance ausrechnet, eine Chance, die im Chancen-Risiko-Verhältnis eben vielleicht aus eigener Interpretation für das Unternehmen sprechen, dann gehe ich den nächsten Schritt und das ist eben die charttechnische Analyse in der X-Station mit XTB und hier gibt es eben einige Parameter, auf die ich persönlich sehr viel Wert lege, die natürlich aber bei weitem nicht die einzigen sind und jene charttechnischen Analyse oder Bewertungsindikatoren, die ich in der X-Station immer und eigentlich ständig an den im Visier sozusagen habe, sind einmal der RSI, der Relative Strength Index, ein Momentum-Indikator, den ich Ihnen erklären werde. Werte unter 30 gelten als überverkauft, Werte über 70 als überkauft. Es ist wie ein Pendel, wenn Sie sich das so vorstellen wollen. Und hier eben ein Indikator, der für kurzfristige Entscheidungsprozesse, Einstiegsszenarien ein wichtiger Faktor ist. Der Trendindikator der MACD ist ein bisschen länger gezogen von Entscheidungsprozess als der MACD. Schneidende MACD von negativ ins positiv interpretiert, von positiv in negativ, negativ. Werde Ihnen das eben dann aber genau in der X-Station gleich in wenigen Minuten bei den einzelnen Werten erklären, möchte aber das vorher noch das Ampelsystem zu erklären, mitnehmen für Sie. Und der Preisindikator, die Bollinger Bänder, eben ein wichtiger Wert, um längere Trends, aber auch Trendentscheidungen, Trendwenden hier generieren, interpretieren zu können. Das ist ebenfalls für mich ein charttechnischer Bewertungsindikator, den ich immer wieder mitnehme. Ja, und diese Trias, Fundamentalanalyse, Newsanalyse und die charttechnische Bewertungsindikatoren, die ebenfalls aus drei Punkten bestehen, also RSI, MACD und Bollinger Bänder, die ergeben dann in der Folge und als Resultat das Ampelsystem, das Traffic Signal System, ein Ampelsystem, das ich mir insbesondere zurechtgelegt habe und eben in der X-Station konsequent auch umsetze. Der Faktor ist, Sie können das natürlich auch, das Ampelsystem, dieses visualisierte System für sich selbst auch generieren. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Aus meiner Sicht kann man da durchaus Interpretationsmöglichkeiten selbst auch einfließen lassen. Der Einstieg, aber zum Beispiel, wie es ich dann zeige und wie Sie es dann gleich sehen werden in der X-Station, ist immer mit einer schwarzen horizontalen und vertikalen Linie gekennzeichnet. Damit habe ich visualisiert, da kann ich rein. Das ist sozusagen der Startpunkt, auch zeitlich der Startpunkt, werde ich Ihnen gleich zeigen. Das Stop-Loss wird mit einer roten horizontalen Linie dargestellt. Sondereffekte sind eben mit gelben Markierungen dargestellt. Und wie überall, jeder Trade hat ein Ziel. Entweder es wird dann dort das Stop-Loss hin angepasst, also hochgezogen. Das geht eben auch ganz einfach in der X-Station. Oder man kann hier eben auch ein Take-Profit, also eine Gewinnmitnahme positionieren, ebenfalls ganz einfach zu machen in der X-Station. Alles zusammen, wie gesagt, ergibt das Ampelsystem und dieses Traffic-Signal-System ist jenes Risikomanagement-System, das ich Ihnen hier zu Beginn bei Finanzen am Freitag immer ganz, ganz gerne vorstelle, um darauf auch natürlich aufbauend mit Ihnen zu diskutieren, weil dieses Ampelsystem, ja, und das habe ich hier dann für Sie jetzt auch schon offen und geöffnet bei einem laufenden Trade, um hier eben das Risiko für sich selbst auch dargestellt zu haben. Sie sehen, es ist
wirklich aus dieser Sicht und soll auch so einfach wie möglich sein. Und Sie sehen es hier eben im Zusammenhang mit Sunrun, ein Unternehmen, das ich Ihnen mitgenommen habe. Wie gesagt, Sie haben jederzeit auch die Möglichkeit, gerne Fragen zu stellen. Scheuen Sie sich nicht. Wie gesagt, ansonsten erkläre ich Ihnen einmal einerseits kurz die Plattform, um hier für Sie, wenn Sie das erste Mal dabei sind, aber auch zur Wiederholung einige Punkte mitzunehmen, die ich als sehr wichtig empfinde, und dann natürlich jetzt schon dieses angeteaserte Ampelsystem mit diesen eigentlich 3, beziehungsweise wenn man schwarz auch hinzunimmt, 4 Farben, die eben die Visualisierung des Chartbildes dann auch darstellen sollen. Und das ist eben aus meiner Sicht hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Sie auch wahrscheinlich, um selbst das auch mitnehmen zu können. Wenn Sie jetzt sagen, okay, hier gibt es eben für mich einen ganz wichtigen Faktor, das ist eben dieses Dropdown-Menü, das zeige ich hier auch immer bei jedem Finanzen am Freitag, das ist jenes Dropdown-Menü, wo Sie ganz leicht eben unterschiedliche neue Fenster beziehungsweise kleine Depots hinzufügen können. Und das funktioniert eben ganz einfach. Sie sehen hier, können hier einen Namen für eine gewisse Branche wie Stahlindustrie zum Beispiel eingeben und dann sich selbst dann eben die eigenen, es ist dann eine leere Plattform, aber hier könnten Sie dann eben unterschiedliche Unternehmen hinzufügen, die in dieser Branche tätig sind und wie immer Sie das dann auch gestalten wollen, das können Sie sehr leicht machen. Ich habe das natürlich schon vorbereitet, wollte Ihnen aber das mal zeigen, wie einfach das hier mit so einem Dropdown-Menü auch neue Branchen, neue Punkte hinzugefügt werden können, neue kleine Depots, wenn Sie so wollen, mit denen Sie dann handeln. Ich habe hier immer die unterschiedlichen Finanzen am Freitag drinnen, weil ich auf diese natürlich dann immer zurückreflektiere und zeige, wie diese Trades dann gelaufen sind oder wie sie sich vielleicht gerade eben weiterentwickeln. Wichtiger Punkt hier natürlich auf der Seite, dieser Wert, der die unterschiedlichen Chartindikatoren auch beinhaltet. Hier können Sie für sich selbst unterschiedliche Indikatoren hinzufügen, RSI zum Beispiel, und dann wird der eben angefügt. Das wurde hier natürlich schon gemacht. Sie sehen hier den RSI schon, wenn Sie mir der folgen, der ist schon da. Natürlich haben Sie auch ein Steuerkreuz. Auf der rechten Seite sehen Sie immer auch, was die einzelnen Werte dann beinhalten. Die Bollinger Bänder sind natürlich bei mir dabei, wie schon gesagt, die 3 wichtigen Indikator bei meinen kurzfristigen Indikatoren sind die Bollinger Bänder, der RSI. Und hier sehen Sie den MACD. MACD, ein Schneiden von oben nach unten, wird als negativ dargestellt, von Rot, so vom negativen Bereich in den positiven als positiven. Die Bollinger Bänder, Sie sehen es hier zur Interpretation ebenfalls angegeben, sind ein wichtiger Faktor. Ausbrüche können hier eben aus diesen Bollinger Werten oder beziehungsweise ein nördliches Antasten wird eher als natürlich Trendverstärkung gesehen. Kreuzung vom Positiv ins Negative oder wie es gerade stattfindet bei Sunrun von negativem, also von einem fallenden Kurs zu einem positiven, kann eben auch hier als Trendwende interpretiert werden. Daher oder dafür verwende ich die Bollinger Bänder und die RSI. Sie sehen hier Werte über 70. Das sehen Sie hier mit dem Steuerkreuz, können Sie immer hinfahren. Dann sind Sie auf der rechten Seite dann 70,3 zum Beispiel. Jetzt bewegt sich es nach oben. Werte über 70 sind überkauft. Das heißt, man geht hier von einer Pendelbewegung, also überkauft, sehr viele Käufer sind im Markt. Hier könnte es zu einem Rücksetzer kommen. Werte unter 30 gelten als überverkauft, ein Aufschwappen beziehungsweise eine Bewegung Richtung Norden ins Positive sozusagen könnte der Fall sein, immer im Konjunktiv. Ich verwende diese 3 Indikatoren, wie gesagt, sehr gerne, MACD, die Bollinger Bänder beziehungsweise den Relative Strength Index. Ja, das so kurz einmal erklärt, die wichtigsten Faktoren in der X-Station, die halt sehr leicht unterschiedlich verwendet werden können. Und für Sie ganz wichtig, es gibt hier natürlich ein Portfolio an unterschiedlichsten Bewertungsmethoden. Das sind nur jene, die eben ich hier sehr gerne verwende und auch natürlich in den einzelnen Trades verwerte.
Zurückgehend zu den einzelnen Ideen, hier sehen Sie, welche Ideen gerade laufen. Und wichtig aus meiner Sicht, weil ja schon gerade erwähnt, ist eben hier Sunrun, ein Unternehmen, ein Modulhersteller, Marktkapitalisierung etwa 7 Milliarden US-Dollar. Sie sehen, eröffnet wurde diese Idee gestern um 18.21 Uhr. Und wieso? Ja, genau deswegen, weil ich eben auch im Blog Sotravo.com darüber geschrieben habe, bin dann folglich gleich in die X-Station und habe auch hier eine Idee generiert, beziehungsweise das Unternehmen wurde ja schon das letzte Mal vorgestellt. Es gibt ja hier imposante Analysenberichte beziehungsweise Analystenschätzungen bis zu 90 US-Dollar schätzen hier die maximalen oder liegen die maximalen Schätzungen der Analysten und in Kombination mit einem sehr starken Wachstum, Kundenwachstum allein im ersten Quartal um 30%. Deswegen haben wir uns bei Sotravo das Unternehmen auch genauer angesehen und was wir hier eben aktuell auch gefunden haben und hier eben mit Hilfe der X-Station ist es nicht nur das Fundamentale und die News-Daten, die hier sehr herausragend sind, sondern man kann hier auch sehr schön den aktuellen Kurs verfolgen und was Sie hier insbesondere sehen, ist einmal dieser fallende, also dieser eigentlich, wenn man rauszoomt, dieser sehr steil, fast Ende des oder Anfang diesen Jahres mit März exponentiell steigender Aktienkurs von 10 US-Dollar auf einem Hoch von fast 100, also da 100 US-Dollar ist das Unternehmen hochgejagt innerhalb weniger Monate und dann kam es hier eben zu einer fast überfälligen Korrektur, eine Korrektur, die hier mit dieser roten Trendlinie, die Trendlinien können Sie beziehungsweise Unterschiede, Trendabstandsindikatoren für Vertikallinien, Horizontallinien können Sie natürlich alles auch hier in der X-Station sehr leicht einzeichnen. Danach wird ja auch eine Idee live generiert, aber jetzt zeige ich Ihnen mal, wie diese Sunrun-Aktie aussieht, weil sie eben sehr spannend ist und Sie sehen, dieser Trend, der wurde hier eben in der Folge mit den Quartalszahlen, die schon am 5. Mai gezeigt wurden oder veröffentlicht wurden, durchbrochen. Sie sehen, am 5. Mai wurden die Zahlen generiert. Es ist hier zu einem Ende dieses Abwärtstrends gekommen und dann in der Folge mit 24., 25. Mai wurde eben aufgrund von auch einer starken Newslage, es wurde unter anderem eine Zusammenarbeit mit Ford Motors hier in den Raum gestellt, hier dieser Abwärtstrend zuerst schwächer überboten, dann eben kam es hier zu dieser Seitwärtsbewegung und jetzt ganz, ganz klassisch eigentlich aus meiner Sicht und bitte, das ist immer natürlich meine persönliche Meinung und sehr subjektiv zu sehen, könnte es hier zu einer Trendwende gekommen sein. Warum sage ich oder behaupte ich das aktuell? Einfach aus dem Grund, fundamental steht das Unternehmen zumindest im Wachstumspotenzial sehr gut da. Wie schon gesagt, Green Energy, Joe Biden will das hier auch unterstützen. Solarmodulhersteller könnten hier natürlich auch insbesondere einen Mehrwert liefern. Dann eben diese Seitwärtsbewegung charttechnisch, die hier eine wichtige Rolle spielt. Natürlich auch die Analystenmeinungen. Ich habe schon erwähnt, 90 US-Dollar ist hier das maximale Analystenziel, das sich hier auf unterschiedlichen Plattformen, Finanzplattformen habe generieren können, herausfinden können und Sie sehen dann diese Seitwärtsbewegung rein charttechnisch, das heißt von den fundamentalen Daten, aber auch von den Newslage her war oder ist das Unternehmen aus meiner Sicht durchaus einen spannenden oder mal einen Blick wert, auch wenn das Unternehmen natürlich seit letzten Jahr hier sehr, sehr stark gelaufen ist, natürlich bis Anfang diesen Jahres ja den Höchststand erreicht hat. Aber was wäre, wenn dieser Trend eben hier mit dieser Seitwärtsbewegung, die Bollinger Bänder, wir haben es Ihnen schon vorher gezeigt, zeigen das hier auch an, eine Einengung der Bollinger Bänder. Sie sehen es auch, wenn Sie hierher gehen, ist ja schon mal oder hat schon mal stattgefunden, im November 2020 und jetzt eben wieder, hier im November 2020 wurde auch eine Seitwärtsbewegung dann mit einem gewissen Aufwärtstrend dann beschleunigt und hier könnte sich ein ähnliches Szenario aktuell abspielen, gute News und dieses Zusammenziehen der Bollinger Bänder, kein Überkauf der RSI, auf das gebe ich auch immer Acht, dass kurzfristig dieser Relative Strength Index nicht über 70 liegt, ja, ist zwar kein Dogma, muss nicht der Fall sein, aber wenn er hier so um die 50, 60 liegt, ist das ja auf einer neutralen Ebene. Der MACD ist eher im grünen Bereich,
es kam hier zu einem Schnitt mit 17. 20. Mai von einem negativen zu einem positiven MACD. Naja, und all das zusammen mit dieser Seitwärtsbewegung und dem aktuellen Ausbruch gestern oder vorgestern konnte ja das Unternehmen fast 10% zulegen, ist das schon durchaus eine ganz, ganz spannende Situation. Und was ich hier eben für mich auch mitgenommen habe, ist aktuell, ist eben trotz diesem starken Anstieg von gestern, dieses kleine Gap, das Sie hier sehen, das sich entwickelt hat, eben auch mit dem Einstieg, es ist heute zu keinem fundamentalen Rücksetzer gekommen. Und das ist einfach aus meiner subjektiven Wahrnehmung aktuell ein ganz, ganz starkes, könnte ein ganz, ganz starkes Zeichen sein. Und deswegen wurde gestern auch in der Folge dieser Trade gestartet. Und wie sehen Sie, wie können Sie das interpretieren? Natürlich hier einmal das Stop-Loss wurde unter diese Bollinger beziehungsweise in Kombination mit den Bollinger Bändern beziehungsweise dem Ausbruch aus diesem von diesem Abwärtstrend in Richtung Seitwärtstrend eben gelegt. Hier eben dieser Rücksetzer ist prozentuell jetzt natürlich hier ein sehr großes Risiko eingegangen. Aber diese Idee sollte eben auch länger halten. Eine Anpassung würde hier in der Folge, wenn sich dieses Gap stabilisiert, hier unter diesen Gap andeuten. Man könnte hier auch das Stop-Loss, wenn man eben nicht so viel Risiko eingehen möchte, um diese 48,75. Sie sehen hier das Tief, dieses Tief. Ich habe hier auch vielleicht wichtig für Sie, diese Charts, diese Candles, wie sie heißen, ja, sind bei mir immer Tagescandles, das heißt Tageskerzen, der maximale und der minimale Bereich eines Tages werden hier eben abgebildet und deswegen Low und High, das ist eben der höchste Wert des Tages und der niedrigste Wert des Tages und anhand diesen Werten lege ich auch das Stop-Loss immer an, um eben hier mögliche Widerstände und Unterstützungen darstellen zu können. Und Sie sehen es hier, hier wäre das Low bei 48,75. Das sehen Sie in diesem Kästchen auf der linken Seite beim Bildschirm, das sich hier eröffnet hat. Und ganz wichtig, wie gesagt, hier könnte man eben auch durchaus ein Stop-Loss um diese 48,70 legen. Ich habe es hier mal mit 41 US-Dollar runtergelegt, um eben hier ein bisschen mehr Risiko dabei zu haben. Eine Anpassung, Take Profit könnte bei 58,50 sein. Das könnte auch hier dieser Widerstand sein um den April 2021. Das nächste wären dann schon die 60. Also es könnte hier, und das ist sehr, ein sehr volatiler Wert, Sunrun eben durchaus rasch gehen und deswegen auch dieses Einstiegsszenario. Sie sehen es, Sunrun eben das Unternehmen und hier gebe ich noch das Stop-Loss mit 41 einmal an. Hier möchte ich eben durchaus länger in dieser Idee verhaftet bleiben, weil ich das Unternehmen fundamental durchaus spannend finde und ich mir durchaus vorstellen kann, ja, und wie gesagt, immer im Konjunktiv, ich könnte es mir vorstellen, dass hier durchaus eine Gegenbewegung hier nach oben generiert werden könnte. Es gibt eben einige Parameter, die dafür sprechen. Ein ganz, ganz wichtiger charttechnischer wäre hier eben das Bollinger Band, das hier nach oben ausbricht und in Kombination eben dieser Überschreitung, das Überschreiten des Abwärtstrends. Und so generiert sich dann eben auch ein Ampelsystem. Sie sehen das Stop-Loss in Rot mit einer roten horizontalen Linie, wie schon gesagt, grün das mögliche Take-Profit, hier eben die nächste Anpassung, die stattfinden würde. Ja, hier, wie gesagt, Take-Profit oder eben Anpassung, das heißt Trailing-Stop-Loss, das wäre eben hier dieser Fachausdruck, wie man ihn nennt. Und wenn man will, könnte man hier eben einen vielleicht startenden, beginnenden Trend hier sehen. Wie gesagt, das ist noch sehr viel konjunktiv. Ein Trend ist das natürlich hier noch nicht, aber es könnte eine mögliche oder ein möglicher Start einer Trendwende sein. Und das finde ich hier eben insbesondere aktuell bei Sunrun, aber auch bei anderen Unternehmen im Bereich der Solarindustrie beziehungsweise der erneuerbaren Energien aktuell sehr, sehr spannend, sind ja sehr stark abgefallen, aber aktuell eben hier dieser diese starke Reaktion. Sie sehen hier, hier wurde diese Idee am 4.6., also genau beim letzten Webinar gestartet. Aktuell ist SunPower, ein anderes Unternehmen, im Plus. Das sehen Sie hier ebenfalls.
und ist ebenfalls eine Idee, die sich hier sehr, sehr spannend generiert hat. Wie gesagt, das war ja das letzte Mal das Thema, möchte aber auf das immer wieder sehr gerne eingehen, um auch Ihnen zu zeigen, wie sich so ein Ampelsystem, wie sich so ein Ampelsystem entwickeln kann und natürlich in der Folge auch für Sie, um Ihnen dann auch zu zeigen, wie man das selbst eben generieren kann. Spannenden Unternehmen bleiben ja spannend. Es gibt ja immer wieder neue News. Sie sehen auch Tesla durchaus, wie schon beim 4.6. Generiert. Und das wurde ja live hier am 4.6. Gemeinsam bei Finanzen am Freitag gezeichnet. Hat sich hier möglicherweise in diesen Aufwärtstrend hier leichter eingesessen. Aktuell gilt für mich aus meiner Sicht, dass dieser Abwärtstrend, der sich mit Anfang des Jahres, mit Jänner 2021 festgebissen hat, zu überbieten, dann könnte auch Tesla und gehört er im weitesten Sinne auch zu den erneuerbaren Energie- oder alternative Energieunternehmen mit der Powerwall, mit den Solarschindeln, aber natürlich auch mit der Elektromobilität ein Unternehmen, das wieder Auftrieb bekommen könnte. Und dass ich hier für Sie gerne mitgenommen habe und dass ich Sie für Sie auch hier betrachte. Sie sehen, das mögliche Stop-Loss wäre hier bei 5,35 aktuell, würde dieser Wert abbrechen. Naja, dann könnte es für Tesla sehr, sehr schnell weiter nach unten gehen. Habe Tesla auch immer wieder sehr gerne und nehme es auch immer wieder gerne mit. Wichtig, wie gesagt, und das würde ich hier eben mit dieser Ellipse zeigen, werde sie jetzt mit Grün hier generieren. Wenn ein entscheidender Punkt für einen Auftrieb beziehungsweise für ein bullisches Signal aus meiner Sicht wäre hier das nachhaltige Überschreiten dieses Bereiches um diese 620, sage ich einmal, US-Dollar, 630 US-Dollar, sind oder zumindest einmal das Überbieten des Abwärtstrendes. Die Bollinger Bänder sehen Sie ebenfalls eine Seitwärtsbewegung, Einigung. Also das sieht auch durchaus spannend an für jene, die hier an Tesla beziehungsweise hier am Unternehmen interessiert sind. Natürlich fundamental würde ich mich hier weiterhin nicht wagen, das Unternehmen genauer beziehungsweise die Analystenmeinungen gehen sehr weit auseinander, ob und wie das Unternehmen in die aktuelle Kursentwicklung sich hineinwachsen kann. Das wage ich hier selbst nicht zu interpretieren, aber natürlich für einen Trade, auch für einen Swing oder Position Trade könnte es durchaus spannend sein und deswegen auch Tesla immer wieder dabei. Ja, das ist so eben kurz einmal mitgenommen für Sie, jene Unternehmen, die hier sehr, sehr spannend sind, die in der Vergangenheit durchgenommen worden sind. Und das ist ja das Schöne in der X-Station, Sie sehen es, da ist die Arbeit nicht vertan, dadurch, dass man eben die Charts ständig auch selbst weiterentwickeln, generieren kann, kann man sehr schön auch Position Trades über einen längeren Zeitraum laufen lassen und in der Folge eben Unternehmen weiter interpretieren, weiter bespielen und sich dann natürlich auch weiter Unternehmen sozusagen vor Augen führen, wie diese laufen könnten. Und ein Unternehmen nehme ich vielleicht trotzdem noch, weil es ganz, ganz aktuell ist, bevor wir dann wirklich zu unserem Thema zur Fed und zu den Zinsentscheidungen und zu den Großen, die hier beeinflusst werden könnten, beziehungsweise zum Mindeststeuersatz kommen, der hier besprochen worden ist beim G7-Gipfel. Hier noch einmal ein Unternehmen, das auch sehr kurzfristig profitieren könnte. Und das ist eben hier Moderna, das ich Ihnen auch schon öfters hier bei Finanzen am Freitag vorgestellt habe. Aktuell wurde ja das Kursziel von 230 auf 246 US-Dollar hochgeschraubt. Von einigen Analysten ja weiterhin sehr stark hochgepusht und Sie sehen hier diese vergangene Wellenbewegung, die Moderna, der Impfstoffentwickler im mRNA-Bereich, Competitor bzw. Kontrahent hier insbesondere in diesem Bereich von Pfizer-BioNTech, dieser Wert konnte insbesondere jetzt
durch CureVac, die eben gestern erst die Daten veröffentlicht haben und der Impfstoff eine Wirksamkeit von 47% lediglich erreicht hatte, weiter profitieren, beziehungsweise könnte das durchaus mittelfristig zusätzliche Einnahmen für Moderna, aber natürlich auf Pfizer, BioNTech entwickeln. Hier, wenn man diese Werte umsetzt, da geht es hier eben allein in der EU um Vorbestellungen von 400 Millionen Impfdosen, die aufgrund dieser doch etwas unerwartet schlechten Ergebnisse der Impfstoffstudie von CureVac frei werden können. 400 Millionen Impfstoffdosen würde bei einem eben im Moderna Preisschema integrierten Verkauf einen Wert von ungefähr 6 Milliarden US-Dollar ausmachen. Das heißt, diese Summe könnte frei werden für Moderna oder Pfizer. Diese beiden Produzenten von Impfstoffen, mRNA-Impfstoffen, sind eben hier aktuell eben die führenden. Und charttechnisch sehen Sie hier bei Moderna, als ganz abgesehen vom CureVac Kurs und eben diesen Kursrückschlag, der gestern stattgefunden hat, ist hier eben ganz wichtig, dass dieser Widerstand eben in der Folge mit Anfang Juni durchbrochen werden konnte. Aktuell scheint es aus meiner Sicht wichtig, dass dieser Widerstand, der eben aktuell zu einer Unterstützungslinie geworden sein könnte, hält, und dann wäre auch das Kursgewinnverhältnis und das Kursgewinnverhältnis von Moderna aktuell von 2022, also das für nächstes Jahr, wäre bei 7. Wenn man sich Biotechnologieunternehmen ansieht, sind es hier 14 durchaus in der Regel nicht einmal überbewertet, 20 sind auch möglich, und Moderna hat deswegen fundamental aus meiner Seite zumindest, und wie gesagt, ich bespreche hier immer von meiner Meinung, durchaus noch Potenzial, auch aktuell aufgrund dessen, dass ja CureVac diese Daten oder beziehungsweise eventuell nicht liefern konnte. Das wird hier eben dann diskutiert werden in den nächsten Wochen. Ist aktuell noch kein Thema gewesen, leider für Moderna. Also der Kurs konnte sich zwar fangen, aber es ist hier nicht zu einem weiteren Ausbruch gekommen. Aber was man schon sehen kann, es ist hier zumindest zu keinem weiteren Rücksetzer gekommen, und es könnte hier durchaus schon mit diesem Low bei 193, 190 vielleicht schon alles gewesen sein. Die nächste Welle könnte bereitstehen, und wie gesagt, fundamental und von der Newslage her ist Moderna in diesem Zusammenhang weiterhin spannend, aus meiner subjektiven Wahrnehmung natürlich. Und vergessen Sie nicht, die Delta-Welle wird kommen. Das traue ich mir aus meiner Sicht und aus meinem Verständnis her zu sehen. Das heißt, Auffrischungsimpfungen werden eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlich werden. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn man dieses Unternehmen in der Zukunft bewerten möchte. Denn es ist ja nicht nur ein Impfstoffentwickler. Eigentlich geht es hier ja bei Moderna auch um Krebsmedikamente. Aber diese Pipeline, dieser positive Cashflow, der generell hier aktiviert werden könnte, der könnte natürlich auch weiterhin eine ganz, ganz starke Rolle spielen. Und deswegen habe ich Ihnen heute noch einmal Moderna mitgenommen, um Ihnen eben hier nur einmal diesen Teaser zu zeigen. Sie können natürlich auch immer gerne, und das ist auch eine Tatsache, die XTB geschaffen hat, hier unterschiedliche Unternehmen zu vergleichen. Und Sie sehen hier, vergleichen Sie den CureVac-Kurs gemeinsam mit eben dem Moderna-Kurs. Sehen Sie mal diesen Abfall von gestern, vorgestern mit diesen schlechten Zahlen. Also hier scheint sich wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich würde einmal behaupten, dass hier eben insbesondere Moderna, aber, und das kann man natürlich, dieses Spiel auf der linken Seite mit BioNTech ebenfalls spielen. Auch BioNTech, sehen Sie hier, diese beiden Unternehmen laufen aktuell sehr, sehr schön, sehr parallel. Moderna, BioNTech, zwei Unternehmen in der Biotechnologie. Das ist ja mehr mein Steckenpferd, wie Sie wissen, und deswegen erwähne ich es auch immer gern. Zwei Unternehmen, die durchaus auch fundamental, aber charttechnisch sehr, sehr spannend sein können. Und deswegen auch dieser Trade, der jetzt gestartet wurde, das Ampelsystem, wie gesagt, das Stop-Loss liegt jetzt einmal bei 177.
eingestiegen wurde am 2.6. Unter die der Stop-Loss gelegt. Wenn Sie fragen, warum ist das Stop-Loss dort, wo es ist, Sie sehen es hier, hier geht es um diese Widerstände von Dezember, Februar, Mai und hier leicht unter diesen Widerständen. Also eine annahmemäßige Unterstützung von meiner Seite, sollte der Kurs hier runterfallen, möchte ich eben hier keine weiteren Verluste generieren. Ich gehe subjektiv, und das ist meine persönliche Meinung, stark im Konjunktiv zu sehen, aber von einer relativ starken Entwicklung von Modern aus. Das könnte der Fall sein, weil fundamental aus meiner Sicht dieses Unternehmen ja durchaus einen gewissen Spannungsbogen mitträgt. Ja, aber das sind dann schon jene Punkte, die ich eben aus der Vergangenheit mit Ihnen diskutieren wollte. Sie wissen, Finanzen am Freitag, wir besprechen zuerst immer das Risikomanagement, das Ampelsystem. Jeder hat hier seine eigene Strategie, aber wichtig eben, dass man eine Strategie hat, das Risiko selbst in den Augen hält. Deswegen der erste Teil immer kombiniert mit dem Risikomanagement, dann eben die laufenden Trades, um sie hier wieder abzuholen, auch das Ampelsystem ein wenig zu erklären und auch die Unternehmen, wie sich diese weiterentwickelt haben, heute eben mit SunPower, mit Sunrun und Moderna, drei Unternehmen, die sich aktuell durchaus spannend entwickelt haben könnten, beziehungsweise entwickelt haben und wo aus meiner Sicht und aus unserer Blog-Sicht von Sotravo durchaus noch zusätzlich Potenzial stecken könnte. Aber dann natürlich ist das Themengebiet heute ja ein leicht und etwas anderes, und das möchte ich Ihnen ja nicht vorenthalten. Für jene, die uns natürlich folgen auf unserem Blog, ist es immer auch wichtig, diese Daten, diese Informationen dann verarbeiten zu können. Und da ist es eben dieses Mal das Thema, das ja auch auf Anfrage von Teilnehmern generiert wurde. Wie sieht's aus mit der Politik, mit der hohen Politik, dem G7-Gipfel, der FED-Entscheidung? Das sind natürlich immer wieder auch Themen, die eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle in Trading-Situationen, in Trading-Positions auch ausmachen. Und hier haben wir heute insbesondere vier Unternehmen mitgenommen, globale Unternehmen, die von diesen eigentlich Zinsentscheidungen, aber auch natürlich in der Folge von den Steuerentscheidungen, die getroffen wurde mit dieser Mindeststeuer, dieser Mindestkörperschaftssteuer, ja, beeinflusst werden könnten. Es ist ja kein Geheimnis, dass Amazon, Google und Co. Eben insbesondere von steuerschonenden Hauptsitzen, Headquarters, Länderstrukturen exponentiell und exorbitant, wenn Sie so wollen, profitieren. Und das könnte sich eben aufgrund dieses G7-Gipfels, der eben am 5. Juni diesen Jahres eben gestartet ist, durchaus beendet sein. Zumindest ist es hier eben diskutiert worden, einen globalen Mindeststeuersatz von 15% verpflichtend vorzulegen für diese Unternehmen. Und das ist natürlich etwas, das das durchaus Aufsehen erregt hat und das natürlich auch in der Folge für diese Unternehmen einen weiteren wichtigen Faktor haben könnte. Sie sehen, am 5. ist hier das berichtet worden, am 5. Juni, der Kurs hat sich hier kaum bewegt. Es ist eher sogar positiv hier aufgenommen worden, kurzfristig auch, wenn die Frau Lina Kahn, eine ganz prominente Kritikerin von Big Tech Companies, zur Vorsitzenden der Federal Trade Commission ernannt wurde, und mit der ist wohl nicht leicht Kirschen zu essen. Aber wie gesagt, die Kurse haben sich in der aktuellen Situation kaum, beziehungsweise für Apple zumindest einmal negativ kaum ausgewirkt. Und auch die FED-Entscheidung, die eben getroffen wurde, wurde von Apple beziehungsweise von den großen Technologiewerten relativ robust weggesteckt. Das kann man ja nicht von jedem Asset oder von jeder Asset-Klasse behaupten. Es wurde eben bei der FED-Entscheidung beziehungsweise hier berichtet, dass man eben mit 2023 den Mindestzins ansteigen lassen beziehungsweise anziehen lassen möchte. Sehr weit weg noch natürlich, aber durchaus spannend. Apple hat das nicht so getroffen, aber wenn ich Ihnen sage,
ein Wert, der sehr, sehr stark darunter gelitten hat, war eben Gold. Und wenn Sie das jetzt hier betrachten, der Goldkurs aufgrund dieser Entscheidung, der FED-Entscheidung, richtig abgekackt, wenn ich das so sagen darf. Also hier starke Kursverluste auf ein Kursniveau vom Mai zurückgefallen, das Edelmetall. Und das ist natürlich für jene, und da gehöre ich auch dazu, die auch in Goldminenunternehmen investiert sind, eher eine unschöne Sache. Aber Sie sehen hier dieses, die aktuelle Unterstützung von Mai könnte durchaus noch halten. Aber wie gesagt, diese Entscheidung nur zur Vollständigkeit halber, der Fed hat sich hier sehr, sehr stark und ja, sehr ungünstig für Gold ausgewirkt. Wie schon gesagt, Apple konnte hier wahrscheinlich auch aufgrund der starken Zahlen, die Apple in der Vergangenheit liefern konnte, eher nicht negativ beeinflusst werden. Sie sehen, wenn man in der X-Station kann man natürlich sehr leicht auch hinauszoomen, hineinzoomen. Sie können hier sehr viele, wie gesagt, Daten herausholen. Aber wenn man sich hier den langfristigen Apple-Kurs ansieht, sieht es für mich weiterhin sehr robust aus. Wenn man hier eine Trendlinie zieht in der aktuellen Situation, würde ich noch immer einen robusten Aufwärtstrend, der sich hier eben auch mit dem Rücksetzer, mit der Corona-Krise dann auch weiterhin etablieren konnte, durchaus sehen. Sie sehen es, wenn man hier davon ausgeht, das Tief von September, also wenn man hier ein September-Tief gesehen hat, September 2020, könnte hier weiterhin durchaus ein robuster Aufwärtstrend vorhanden sein. Der Rücksetzer von März 2020, Start der Covid-19-Situation, wurde ja sehr rasch und sehr eigentlich fundamental, ja imposant möchte ich fast sagen, von Apple weggesteckt. Auch natürlich der Aktiensplit letzten Jahres konnte sich hier auswirken. Und trotzdem, Sie sehen es, dieser Trend, dieser starke Aufwärtstrend grundsätzlich bei Apple im Chart noch vorhanden. Und da möchte ich dann auch schon eingreifen und auf die fundamentalen Daten ein wenig, wie gesagt, Finanzen am Freitag. Wir schauen uns ja das eine oder andere Unternehmen dann auch durchaus fundamental an. Und da bleibt natürlich, wenn man Apple analysiert, auch das nicht vorweg. Und da ist es ganz, ganz wichtig, natürlich auch wenn Apple hier einen globalen Mindeststeuersatz zahlen müsste von 15%, das dürfte das Unternehmen zumindest in der aktuellen Situation gar nicht zu belasten. Das nächste oder beziehungsweise die Wachstumsquoten sind ja mehr als überlegen gewesen in der letzten Veröffentlichung. Das durchschnittliche Kursziel bei Apple liegt aktuell bei 156,40 US-Dollar, also doch noch einiges eigentlich über dem aktuellen Kurs. Das maximale Kursziel läge bei 185 US-Dollar und das niedrigste Kursziel, wenn Sie mir meinem Mauszeiger, dem Steuerkreuz folgen, läge bei 90 US-Dollar. Da sind wir aktuell aber in einer sehr robusten, denke ich doch, noch immer Aufwärtsbewegung. Und wenn Sie hier diesen Kurs ansehen, und das mache ich gerne für Sie, können wir hier sagen, ja, Apple hat hier aktuell doch, denke ich, mehr charttechnische Assets im Talon, als es eben vielleicht für den ersten Blick scheint. Der Kurs bleibt hier oben, die Kursziele mit 185 US-Dollar im Maximum sind weiterhin stark. Die Marktkapitalisierung ist natürlich mit 2,172 Billionen US-Dollar gigantisch. Price-Earning, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, liegt bei 29, also im Technologiebereich nicht übertrieben hoch. Da kann man sich natürlich auch noch Gedanken machen. Aber ganz wichtig, wenn Sie das nochmal zum Vergleich ziehen, ich habe gesagt, Moderna hätte ein Kurs-Gewinn-Verhältnis 2022 von 7, ist natürlich ein Biotechnologieunternehmen, kein Technologieunternehmen. Trotzdem sehen Sie auch hier Apple trotzdem schon weit bewertet. Trotzdem das Kursziel, das Maximale, fundamental spannend wird der 3. August. Da wird es dann auch mehr geben, aber bis zum 3. August mit den Quartalszahlen für das zweite Quartal bleibt es hier eben eine
in einer gewissen Art und Weise vielleicht kleine Blackbox spannend hier, dieser Trend, dieser Abwärtstrend, der sich hier eingesetzt hat, und den markiere ich Ihnen da einmal. Sie sehen es, ja, das war Einstellungen, Sie sehen es, Füllfarbe muss hier geändert werden, und dann ändern wir diese Füllfarbe um, und Sie sehen es hier einmal, dieser Trend, wenn Sie so wollen, der Abwärtstrend wurde mit 27.01. gestartet. Das ist meine Interpretation. Wie gesagt, das interpretiert jeder anders. Der Aufwärtstrend könnte hier eben mit diesem Gap, wenn Sie so wollen, auch hier eingehalten worden sein. Dieses Gap, das sehen Sie hier haben wir am 30.07. letzten Jahres. Seither liegt eigentlich dieser fundamentale Aufwärtstrend aus meiner persönlichen Sicht vor, wenn Sie jetzt so wollen und hier diese Punkte sehen, diese, ich möchte das wirklich für Sie hier schön darstellen, dieses, wie dieser bestätigt wurde, dieser Aufwärtstrend einerseits bestätigt wurde in diesen unterschiedlichen Zeitabschnitten, aber auch wie dann in der Folge der Abwärtstrend auch bestätigt wurde, und aktuell könnte sich hier eben etwas getan haben. Sie sehen diese Einengung vom Start weg bis jetzt von diesem Abwärtstrend, und hier sehen Sie, aktuell wurde dieser, und das ist ganz spannend, und das habe ich eben auch im Blog dann generiert beziehungsweise bearbeitet und analysiert, wurde dieser Abwärtstrend eventuell mit der Kerze vom 14. Juni eben überboten. Eine Einengung, und jetzt geht es in die Charttechnik, eine Einengung der Bollinger Bänder, ein Überbieten also eine Einengung der Bollinger Bänder mit einem Ausbruch über diese Bollinger Bänder gemeinsam mit einem Ausbruch aus einem möglichen Abwärtstrend. Ich bleibe hier, wie gesagt, immer sehr, sehr gut und sehr ersichtlich im Konjunktiv. Das ist natürlich meine Meinung, das ist meine Interpretation. Auch sehen Sie hier der MACD, der hier vom Negativ, vom vierten, hier leicht, Sie sehen diese negative, kleine negative Kerze ins Positive, ins Grün gewechselt, ist ebenfalls stark positiv. Und hier von einer fast überverkauften Situation sind wir nicht ganz, 40 ist halt der untere Bereich, aber wir sind noch immer nicht in einem überkauften oder in einer überkauften Situation. Von dieser Seite ebenfalls eine leichte Unterstützung, und das wäre hier charttechnisch für mich schon eine Situation, die durchaus Interpretation bedarf. Und wenn man sich eben hier die neuen Situationen auch global ansieht, die Zinsen bleiben in nächster Zeit jedenfalls bis 2023 noch auf niedrigerem Niveau, auch wenn das Gold sehr stark reagiert hat, würde ich das für diese Assets aktuell zumindest, wie eben diese großen Konzerne, noch nicht überinterpretieren. Wir haben hier diesen Trend, diese Aufwärtsbewegung mit der Einengung der Bollinger Bänder, wie Sie hier sehen, die Einengung der Bollinger Bänder, dieser mögliche Aufwärtstrend. Ja, ein mögliches Szenario, was ich zum Beispiel, würde ich hier ich werde einen Trade starten, so viel kann ich Ihnen schon versprechen heute hier, wenn ich das sehen würde, würde ich hier eben sagen, unter dieses Bollinger Mittel, beziehungsweise hier möchte ich nicht, dass hier der Kurs hinunterfällt, dann würde ich eher von einem gegenteiligen, also einem Short-Szenario, kann man natürlich in der X-Station auch sehr leicht traden, ausgehen. Und hier sehen Sie Apple in diesem Ausbruchsszenario aktuell. Und das macht es für mich doch spannend. Wie gesagt, hier ist es aus meiner Sicht noch nicht hundertprozentig eindeutig. Warum ist es noch nicht hundertprozentig eindeutig? Ich würde hier noch abwarten, inwiefern oder inwieweit sich dann auch wirklich dieser Bollinger, die Bollinger Bänder umändern, beziehungsweise ob dieser Ausbruch aus diesem möglichen Abwärtstrend hier endgültig sein könnte. Aber Sie sehen, es hat hier schon einmal die Situation gegeben, mit dieser Kerze vom 29.04. wurde aber der Abwärtstrend rasch wieder eingefangen. Aktuell, wie gesagt, sieht es hier aus meiner Sicht aufgrund dieses möglichen Ausbruchsszenarios doch schon besser aus, würde aber aufgrund der aktuellen Volatilität durchaus dieses Risiko von ungefähr 4% eingehen, würde ich hier eben durchaus eine Spekulation starten.
Das heißt, wie könnte das aussehen? Naja, in der X-Station, wie gesagt, das Ampelsystem ist ja in de facto mit diesem Prozedere, das wir oder mit der Diskussion aktuell ja schon generiert. Sie sehen es auch hier, ein Einstieg würde hier dann oder wird hier mit dieser vertikalen Linie dann generiert in der X-Station. Ganz, ganz einfach, rechte Maustaste, beziehungsweise ich trade ja mit meinem MacBook, also doppeltes Draufdipseln, wenn Sie so wollen, geht ganz rasch, könnte ich hier und werde ich hier eine Buy Order starten und Sie sehen, so leicht, so einfach geht das eben. Das Stop-Loss würde ich hier aktuell bei 125 US-Dollar sehen. Und ja, Sie kennen mich, jene, die schon mehrmals hier bei Finanzen am Freitag dabei waren. Ich gehe hier eben immer führt oder nicht immer, aber sehr oft zur Gewinnmitnahme vom maximal anvisierten Kursziel aus und das aktuell maximale Kursziel, wie schon erwähnt, liegt bei 185 US-Dollar und das wäre dann auch das Chancen-Risiko-Verhältnis, das ich hier eben mehr oder weniger für das Unternehmen sehe. Sie können jetzt sagen, ja, das ist schon schön, aber es ist sehr weit weg und das würde ich hier nicht eingehen. Ja, ich beobachte natürlich den Wert länger und ich sehe aus der aktuellen Chart, ja, und wie gesagt, das kann sich natürlich auch immer wieder anpassen, aber im aktuellen Chart, niemand weiß, wie die Zukunft aussieht, aber im aktuellen Chart und in der aktuellen Interpretation könnte ich mir vorstellen, dass es bei etwa 135 einmal zu einer ersten Anpassung kommen könnte, eine zweite Anpassung dann eben hier, wenn dieser Widerstand durchbrochen werden könnte, würde ich hier bei etwa ja 142, das ergibt sich aber dann in der Folge nach der Zeit, wie sich ja der mögliche Ausbruch entwickelt, würde eine weitere Anpassung bei etwa 142, das ist eh schon fast beim Allzeithoch US-Dollar stattfinden. Und Sie sehen, so einfach, so rasch geht das in der X-Station. Sie haben, oder ich habe hier mehr oder weniger für mich hier im Depot eine eigene Trading-Idee gemeinsam in der Folge rasch und einfach generiert. Und genau das ist auch der Anspruch auf einer oder für eine Trading-Plattform. Man muss hier in der Diskussion rasch agieren können, wie gesagt. Und so funktioniert mein Risikomanagementsystem, das Ampelsystem. Und ich glaube, da auch hier sehr schön jetzt live interpretiert, welche Parameter hier einfließen. Es sind eben nicht so viele. Es sind einmal die Fundamentaldaten. Wir haben gesagt, Apple steht fundamental gut da. Es sind die Analysen, die getätigt werden, die Analystenmeinungen. Da ist das Maximum ein ganz wichtiger Faktor, das durchschnittliche Kursziel eben und das maximale Kursziel, wobei das durchschnittliche bei 156 US-Dollar, das Maximum 156,40 und genauso 185 US-Dollar liegt eben das maximale Kursziel. Das sind die wichtigen Parameter und dann eben das Chartbild mit den einzelnen Indikatoren. Ich habe Ihnen erklärt, die Bollinger Bänder, die eine wichtige Rolle spielen, der RSI, der Relative Strength Index und eben auch der MACD und alle diese Parameter ergeben dann eben dieses Ampelsystem und Sie sehen es so einfach, so rasch, dann haben wir nur die Trendlinien eingezeichnet und eben rot natürlich das Stop-Loss und so rasch, so schnell geht's. Wir haben hier eine valide Idee, die wir wahrscheinlich, hoffe ich doch, das nächste Mal auch wieder diskutieren können, wie wir heute ja auch Sunpower und auch Moderna diskutiert haben. Und so rasch geht das und natürlich ist oder wird nicht nur von dieser Zinsentscheidung beziehungsweise von dieser Steuerentscheidung Apple beeinflusst werden. Aber Apple ist eben jenes Unternehmen, das ich heute für Sie herausgeholt habe aus der Schublade, weil auch das Chartbild und diese Parameter sehr gut gepasst haben. Auch Google hat aktuell, denke ich, doch gute Parameter in der Hand. Ein unglaublicher Aufwärtstrend, der sich hier eben etablieren hat können. Und Sie sehen es hier, dieser Aufwärtstrend, ja, seit mehr als einem Jahr, der sich hier etabliert hat und weiterhin ganz, ganz spannend, Google Alphabet, sozusagen die Google-Mutter mit einem Trend, der seit
ja, seit Februar, wenn Sie so wollen, 2020 raufgeht. Die Analystenmeinungen liegen noch weit entfernt vom aktuellen Kurs. 3.127 US-Dollar soll die Aktie laut den Analysten einmal kosten. Das ist die maximale Analystenmeinung. 2.797 der durchschnittliche Analyst. Aber wie gesagt, auch hier ein starker Trend, ein spannendes Unternehmen und durchaus eine Trading-Idee, die man sich hier angucken kann. Facebook, ein weiteres Unternehmen, ebenfalls im Technologiewert, aktuell im Ausbruchmodus, wenn Sie so wollen. Aber wie gesagt, hier durchaus ja, ein Unternehmen, das weiterhin 300 ist, hier würde ich hier eben 305 US-Dollar durchaus ein mögliches Stop-Loss sehen. Das wäre hier ein Faktor, der bei einem Rückfall jedenfalls halten sollte. Und wenn man sich dann Facebook ansieht, das maximale Kursziel liegt hier bei 460 US-Dollar, auch hier weit, weit weg. Aber das durchschnittliche Kursziel bei 384, gar nicht mehr so weit weg, wenn man sich hier das ansieht. Und 225 US-Dollar ist hier das niedrigste Kursziel. Ja, das ist Facebook ebenfalls sicherlich eine Idee, die Sie mit einem Ampelsystem in der Folge im Anschluss bewerten, diskutieren können. Und Amazon hier das Unternehmen, das für mich eigentlich aktuell am Spauch sehr spannend ist, weil hier der Einengung der Bollinger Bänder einen möglichen Ausbruch suggerieren könnte. Und Sie sehen hier ist es aber wichtig aus meiner Sicht, dass dieser Widerstand, der mögliche Widerstand vom Anfang Mai fällt. Sollte dieser fallen, naja, dann hätte Amazon ein maximales Kursziel von 5.500 US-Dollar, fast eine Verdoppelung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4.300 und das minimale bei 3.775 US-Dollar. Also auch das minimale Kursziel läge aktuell für Amazon beim oder über dem aktuellen Wert. Und auch hier ganz einfach würde ich oder könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich in den nächsten Tagen einen Trade mit dem Ampelsystem auf der X-Station hier eröffne und Ihnen das nächste Mal dann in der Folge erkläre. Ja, so schnell geht's. So schnell ist auch schon eine Stunde Finanzen am Freitag wieder zu Ende gegangen. Ich hoffe natürlich ich hoffe natürlich sehr, dass Sie Spaß hatten, dass Sie wieder Freude hatten bei Finanzen am Freitag und dass Sie eben am 2. Juli dann wieder dabei sind. Da schauen wir uns dann die schon erwähnten Unternehmen wie heute eben schon die vergangenen Unternehmen wieder an. Wie gesagt, es tut sich hier sehr viel. Ich hoffe, Sie konnten einige wichtige Faktoren, auch ein paar Sachen vom Risikomanagementsystem mitnehmen. Sie sehen, wie die Politik, die große Politik in diese Unternehmensbewertungen oder zukünftige Entscheidungen auch einfließen kann und wie schön Sie in Wirklichkeit in der X-Station Ihr Risikomanagement gestalten können. Und wenn Sie Lust und Laune haben, schauen und besuchen Sie uns bei sotravo.com. Wir sind immer auch für einen Blog dabei. Und wie gesagt, sotravo.com, ich schreibe es Ihnen hier nochmal rein, ist natürlich unser Blog, den ich gerne auch hier ein wenig promote. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder bei Finanzen am Freitag dabei sind. Finanzen am Freitag, alle zwei Wochen eben mit der XTB, mit der X-Station, ein tolles System. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen, angenehmen Abend, noch einige gute und tolle Fußballspiele bei der Europameisterschaft und bis dahin, bis zum 2. Juli, bleiben Sie gesund und ja, surfen Sie vielleicht noch nicht die Delta-Welle, aber vom Strand vielleicht eine Welle am Meer. Und in diesem Sinne alles Gute, tschüss und Baba, Servus aus Wien, bis zum nächsten Mal. Ihr Richie Dobitzberger.